im Lagerfeuer ist man ein kleines Kind, wenn man sich die erste Zeit nicht darum kümmert, dann wird nichts draus. Das ist einfach so. Und, ja, die erste Zeit ist immer die spannendste Zeit. Wird es funktionieren? Wird es ausreichen, damit genug Luft zirkuliert, dass das Feuer atmen kann? Die erste Zeit ist immer die wichtigste. Wenn dann einmal ein gewisser Glutpegel da ist, Glutkern da ist, dann ist alles im grünen Bereich. Hier sieht man jetzt, wie extrem das diese Birkenrinde anzieht. Die ätherischen Öle, die da drin haben, die brennen wie die Hölle. Also unglaublich, was hier Hitze freigegeben wird. Wie gut, dass der Zunder augenblicklich abbacken kann. Ein echtes Wundermittel. Direkt aus dem Wald. Es ist halt mucksmäuserstill im Wald. Kein Fiepen, kein Ton, nur ein bisschen Wind. Nudeln. Einen guten Appetit. Sehr einfach. Passt eigentlich gar nicht zu meinem Ernährungsstil draußen, aber es macht mich satt. Ich konnte jetzt gar nicht sagen, wann mir zum letzten Mal Nullsuppen mit Brot so gut geschmeckt hat. So, damit ich den Schlatz da auch wieder rausbringe, habe ich das Ganze jetzt ein bisschen aufkochen lassen. Ich habe so ein biologisch abbaubares Shampoo, Spüli, Allzweck, Reinigungsmittel. Da einen Hauch von einem Tropfen rein. Einmal aufkochen und dann kriegst du nämlich den Schlotter da auch wieder raus. Und da ich hier draußen ja kein Wasser zur Verfügung habe, also ich habe keine Quelle nicht da, muss ich natürlich dementsprechend gut wirtschaften mit dem Wasser. Und ich werde mir jetzt diesen Schluck, den ich hier übrig habe, später nur aufheben, damit ich mir die Hände, Arme und das Gesicht waschen kann. So ein bisschen Nudelschlatz mit drin, das macht aber nichts. Also, mich stört das jetzt nicht. Beziehungsweise ich tränke meinen Lappen, den ich dabei habe, mein Mini-Handtuch, das Handtuch für alles, sowohl Spülhandtuch, also Gesichtshandtuch, also ich nehme es da nicht so genau. Ich tränke meinen Lappen hier drin. Dann habe ich hier das Spülmittel mit drin. Nur ein paar Nudelreste, aber das macht nichts, da kann man ausschütteln. Und mit dem Rest hier, was jetzt noch in dem Handtuch drin ist, wenn die Nudeln erstmal draußen sind, kann ich mir super die Hände waschen und einfach den ganzen Schmutz, der sich so angesammelt hat, runterrubbeln. So ist wirklich jeder Tropfen Wasser sinnvoll aufgebraucht. Picobello sauber. Perfekt für meinen Tee oder für meinen Bertrand nachher. Ich habe mir das diesmal, dieses lösliche Pulver, in diese Klinkantin gefüllt. Bertrand haben wir euch auch schon mal vorgestellt, so eine Outdoor-Power-Nahrung. Das ist echt der Hammer, aber wenn du so eine Tasse voll trinkst, dann bist du satt. Also habe ich gern dabei. Ja, so langsam aber sicher, wenn wir dann auf Nachtmodus umschalten. Tja, man merkt einfach, Spätsommer. Es ist jetzt 19.11 Uhr und im Holz ist ja meistens schon eine halbe, dreiviertel Stunde früher dunkel wie draußen. Und ja, ich habe jetzt das Lager soweit schon ein bisschen aufgeräumt. Und jetzt werden wir noch ein paar Tannenzapfen suchen und vielleicht noch ein bisschen Holz, wobei die Menge für einen Abend Buschbox normalerweise ausreicht. Ja, schaut, dass der Manuel nicht dabei ist, mein bester Outdoor-Freund. Aber ich glaube, übernächste Woche wollen wir es wieder packen.
Freu mich schon. Komm, Fini. Komm. Fein. Wir werden halt das große Schmusi machen, gell, wir zwei. Fini. Jetzt kommt dann die Herbst- und die Winterzeit. Dann brauchen wir wieder dein Kleid. Dein Westchen, gell? Finde ich also exzellenter Wachhund draußen. Es tat keiner schaffen, auf 20 oder 30 Meter ans Lager herauszukommen, ohne dass sie nicht meldet. Hat allerdings auch den Nachteil, dass die Finja natürlich auch meldet, wenn ein Rehbock irgendwo in der Nähe ist. Das bedeutet für mich, 2.37 Uhr morgens, Finja fletscht und knurrt, und bei mir schaut natürlich auch automatisch die Sicherung ein und ich stehe auf 180. Hat alles seine Vor- und seine Nachteile. Bis jetzt war es immer Fehlalarm, also wild etc. Aber ist schon gut. Definitiv. Ist gut, dass das wäre eine lustige Nacht, wenn der Kamerad da drum noch weiter quakt. Ich zum Beispiel säge mein Brennholz, wenn ich nachts allein draußen bin, weil das um Welten leiser ist, als wenn ich einen Stock knacken lasse. Und das ist wesentlich verräterischer, als wenn ich so leises, in Anführungszeichen, ein kontinuierliches Sägen hat. Also Stöcke brechen ist meist eher verräterisch, wie wenn man hier so ein monotones, leises Sägegeräusch hat. So mache ich das zumindest. Der Wald ist inzwischen zum Leben erwacht, also es ist richtig was los. Was in einem Mischwald oder so wie hier, wo jetzt auch viele Fichtenstängern unter anderem passieren kann, ist, dass ständig Fichtenzapfen runterknallen. Und mir ist jetzt vor 2 Minuten einer direkt da hinten hinter mir runtergefallen und da geht natürlich schon so ein Zuck durch den Körper durch, wenn es direkt hinter dir einschlägt. Ja, das sind lauter so Dinge, auf die muss man sich einfach ich sag mal nicht vorbereiten, aber mit denen muss man rechnen, wenn man im Wald draußen schläft. Und ich habe das schon mal in einem anderen Video erzählt, das ist hier unten, ich blende euch das mal ein, wie das ist, die erste Nacht im Wald und so, auf was man achten muss, Tipps für Einsteiger. Schaut da mal rein, ich glaube, dass das dem einen oder anderen durchaus helfen kann, diese Urangst draußen zum Sein zu überwinden. Ich habe schon so viele Nächte draußen allein verbracht, dass das an mir relativ, ich sage mal, human vorbeizieht, so eine Nacht. Sicher horch ich auch, oh, was war das? Muss man jetzt ein bisschen einfach, wie soll ich das ausdrücken, das Geräusch verfolgen. Ich bin dann schon auch hellhörig, aber ich habe jetzt noch keine Nacht nicht gehabt, wo ich sage, oh Gott, puh. Also ich habe noch immer gut schlafen können, mehr oder weniger. Ich bin ein relativ unruhiger Schläfer, aber jetzt, was dieses Nachts im Wald schlafen und so betrifft, da habe ich noch nie Probleme gehabt. Ich bin auch dementsprechend erzogen worden und aufgewachsen. Ich habe als Kind schon früh allein im Wald verbringen müssen, weil wir mir früher viel Holz gemacht haben. Aber ich sage das in dem anderen Video nochmal alles. Ich würde jetzt gar nicht zu sehr darauf eingehen. Ich habe gesagt, wenn man dann draußen schläft, dann kann es einfach schon sein, dass einen diese Urängste einholen. Und ich lese das in den Foren immer wieder, auf Facebook etc. gibt es ja so viele Bushcraft-Gruppen und ich kommentiere da eigentlich nie etwas, sondern ich lese das nur so durch und
auch denken wir halt meinen Teil. Und da gibt es auch schon tolle Videos auf YouTube von anderen YouTubern, die sich auch zu diesem Thema äußern. Und ja, also diese Angst ist vollkommen unbegründet, weil das Gefährlichste im Wald, das bist du selber in dem Moment. Da, also erstmal kommst du als Mensch, als Raubtier, kann man schon fast sagen, du bist hier das dominierende Tier in unseren Wäldern, und dann kommt lang nichts und dann kommt der Fuchs. Oder, also, es ist wirklich so, dass man hier relativ bedenkenlos draußen schlafen kann. So, jetzt gibt es noch einen Tee und dann werden wir uns langsam zur Finja dazulegen und es uns gemütlich machen. Gut. Ja, ist schon gut. Du hast gescheit melden, gell? Feines Mädi. Ist schon gut, Finja. Ist schon gut. So, recht viel effizienter kannst du eigentlich kaum harzen. Es ist kurz vor 11, das heißt, die Buschbox läuft jetzt knapp 5 Stunden am Stück. Und ich habe hier immer noch Holz über und hier drüben auch noch. Also im Verhältnis gesehen, was man hier an Energie, Wärme, wie immer gewinnt und was man aber nur für geringe Mengen an Holz benötigt, das ist der Wahnsinn. Also, ich bin da jetzt mal aufs Neue begeistert. Ja, ich werde jetzt dann schön langsam das Nachtlager aufschlagen, oder was heißt Nachtlager, werde mich hier zur Finja mit dazu bequemen. Lass das jetzt hier noch runterbrennen, vielleicht lege ich noch zweimal nach. Und dann ja, werden wir uns langsam aber sicher bald ausklinken für heute. So, ich bin jetzt schon warm verpackt. Es ist fast ein bisschen zu warm. Schon, vielleicht ziehe ich die Jacke sogar noch aus. Ja, meine wichtigsten Gegenstände habe ich direkt neben mir, die ich so benötige oder benötigen könnte, wie immer. Natürlich die Finja. Wie soll es auch anders sein? Machen wir mal etwas mehr Licht hier drin, dass man hier auch was erkennen kann. Boah. Finja. Ja, dann würde ich sagen, für heute klinken wir uns aus und wir sehen uns morgen früh. Bis dahin, gute Nacht. Heute rührt sich noch ganz schön was. Es ist reges Leben. Ja, die finde ich jetzt extrem unruhig und das lässt mich natürlich auch nicht richtig einschlafen. Wo, also für mich sind diese Geräusche jetzt eher nebensächlich, weil mir macht das nicht so viel aus, aber die Finja schlagt natürlich bei jedem Huhn, mehr ich schon fast sagen, das hier zum Gackern anfängt, schlagt die Finja und das wirkt sich natürlich wiederum auf meinen Schlafkomfort aus. Also es ist selten so unruhig wie heute Nacht. Es ist richtig was geboten für, ja, für echte Waldliebhaber. Ist natürlich toll, ich höre das auch gern. Aber die Finja ist furchtbar, die ist da gar nicht zum Beruhigen. Wenn die nur unterm Knurren und Anschlagen ist, dann ja, habe ich natürlich auch nicht so die Ruhe weg. Gell.
Was für ein toller Tag. Ich bin gerade von der Sonne geweckt worden. Wenn man so will. Bin ja. Alles klar. Ja. Herrlich. Klar, wir machen uns erstmal Kaffee, hä? Finde ja. Kaffee. Ja, also die Nacht war eher anstrengend, weil die Finja so unruhig war. Also viel geschlafen habe ich heute nicht. Ich weiß nicht, waren es vielleicht 4 Stunden oder so. Naja, egal. Jetzt werden wir uns erstmal ein Frühstück machen. Oder einen Kaffee. Die Asche, die sich in der Buschbox angesammelt hat, werde ich da hinten in diesen Höhlenschacht da drin ablegen. Da glaube ich, kann ich die problemlos entsorgen. Du magst dein Fressi, gell, Finja? Dein Fressi. Ja, dein Fressi. Frühstück, gell? Frühstück. 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 Ja, 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 ja. Ich habe mich die ganze Nacht so gefreut auf ein Frühstück und jetzt habe ich überhaupt keinen Hunger, nicht. Null. Nicht einmal im Ansatz. Naja, gibt es eben bloß Kaffee. Ist auch gut. Wir werden jetzt mal langsam das Lager rückbauen und das Ganze auf den Modus nie da gewesen versetzen. Komm, jetzt trinken wir erst noch unseren Kaffee. Pressieren tut uns in dem Sinn nichts. Ein herrlicher Morgen. Großartig. Okay, dann bauen wir ab. Verlässt, muss selber darauf schauen, dass diese Liegespuren wieder aufgemischt werden vom Laub, dass man das einfach gar nicht so erkennt, dass hier jemand gelegen ist. War jetzt zwar nicht untypisch, da im ganzen Wald Liegespuren vom Wild sind, aber da gehen wir einfach auf Nummer sicher hin und da lassen wir hier überhaupt keine Spuren nicht. Aber wo die Buschbox gestanden ist, das haben wir gut abgelöscht. Und das bedecken wir jetzt wieder gleichmäßig mit Laub, dass man ja gar nicht erst auf die Idee kommt, dass hier jemand genächtigt hat. Genauso ist es mit den Holzreserven, die habe ich jetzt hier überall verteilt. Hier überall den Hang runtergeworfen. Aber wenn man natürlich so ein Bündel mit Kleinholz parat legt, dann ist das schon sehr verdächtig. Finja, gehen wir heim oder was? Gehen wir heim? Sollen wir heimgehen? Gehen wir heim? Ja, mach's jetzt. Fein. Okay, auf geht's, dann machen wir uns auf den Nachhauseweg. Der Platz ist, wie wenn ich nie da gewesen wäre. Perfekt. Dann ja, geht's los. Komm, Penny.
So, wir klinken uns jetzt an dieser Stelle aus und treten die Heimreise an. So weit haben wir nicht. Eine gute halbe Stunde. Das ist nicht so dramatisch. Finde ich schon ganz fipsig. Die mag das immer, wenn es dann wieder Richtung Heimat geht. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Ich hoffe, ihr habt vielleicht was mitnehmen können, das eine oder andere. Und ja, ich darf mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit einschaut. Und ja, ich wünsche euch alles Gute. Bis bald, macht es gut. Ciao für dich.